Was für ein Spiel. Ob das Tor nun gezählt hat oder nicht, Deutschland hat England mit 4:1 nach Hause geschickt. Ich hätte ehrlich gesagt nicht mit diesem Sieg gerechnet, aber Yogi weiß es halt besser als ich. Naja, vielleicht hätte ich es ja selber voraussehen können, wenn ich mich mit anständiger Software vorbereitet hätte. Zum Beispiel dem berühmten Bundesliga-Manager auf dem Amiga. Was mich abgehalten hat? Naja, eigentlich nur die staubtrockene Präsentation. Keine Musik, keine Grafiken, nur Tabellen, Tabellen, Tabellen. Moment, ich glaube, ich halte mal hier Musik dazu, sonst wird es ja richtig langweilig. So. Natürlich haben auch tabellarische Fortschritte ihren Reiz. Ich habe zum Beispiel mehr als einmal versucht, Kickers Offenbach in die erste Liga zu bringen. Und man mag gar nicht glauben, was diese Minimalgrafik alles zu vermitteln mag. Wenn dieser kleine Pixel Richtung Tor hüpft, bekommt man fast Schweißausbrüche wie bei einer Live-Übertragung. Tor! Jawoll, Jungs, ihr seid genial! Aber spätestens nach 5 Spieltagen habe ich das Interesse immer wieder verloren, weil es einfach nichts zu tun gab. Klar, hier musste man die Mannschaft umstellen, da mal das Stadion ausbauen oder den Eintrittspreis senken, damit mehr Zuschauer kommen. Aber das macht man alle Jubeljahre mal. Ohne den Transfermarkt und die Geldknappheit, die ein optimales Training verhinderte, hätte man nur noch Rasenpong zu sehen bekommen. Darum haben die Entwickler einen 4-Spieler-Modus eingebaut, der das ganze Geschehen durch Wettbewerb spannender machen sollte. Zumindest wenn es mehr Spieler gegeben hätte, die der Tabellenschubserei etwas abgewonnen hätten. Um 4 Spieler zusammenzubekommen, die dabei nicht einschlafen, hätte man wahrscheinlich durch halb Deutschland reisen müssen. Gab ja kein Internet damals. Ja, seht ihr, da ist gerade einer vor Langeweile gestorben. Die Gemeinde der Joystick-Beckenbauers legte stattdessen lieber 4 Manager-Profile an und spielte sie alle gleichzeitig. Klar, mehr Tabellen ist gleich mehr Spielspaß. Und so konnten die beinharten Cracks nächtelang vor ihrem Excel-Sheet Fußballmanager hocken und immer wieder zusehen, wie das Eckige ins Eckige geht. Und obwohl sie während einer Partie genauso gut in der Küche hätten Kaffee schlürfen können, konnten sie sogar ziemlich böse werden, wenn man sie dabei störte. Hey, Alter, lang nicht mehr gesehen. Wie geht's? Das geht nicht in Scheißdreck an! Sag mal, hat sich abseits von ein paar bunteren Grafiken und ein paar weiteren Optionen eigentlich jemals etwas an diesen Spielen geändert?